Herzlich willkommen im Kinderweinberg der Landfrauen Körnbach. Wir zeigen euch die Arbeiten, die im Laufe des Jahres im Weinberg anfallen. Bis ihr im Herbst nämlich süße Trauben essen könnt und der Winzer daraus erst Saft und dann auch noch Wein machen kann, sind viele Arbeitsschritte notwendig. Die alleine sind aber noch keine Garantie für eine gute Ernte. Wenn der Winzer heute mit dem Rebschnitt den Grundstein dafür legt, weiß er nicht, was ihn das Jahr über erwartet. Winzer und Landwirte arbeiten mit der Natur und die schlägt manche Kapriolen. Kann sein, er kommt nach einer kalten Nacht in den Weinberg und alle Triebe sind erfroren. Kann sein, im Sommer regnet es zu wenig oder zu viel, dann wachsen die Pflanzen nicht richtig. Oder Hagel zerstört die Beeren. Die Arbeit draußen ist jedes Jahr von Neuem spannend. Im Winter beginnen wir mit dem Rebschnitt. Das ist ziemlich anstrengend für Arme und Schultern. Deshalb verwenden viele Winzer die elektrische Schere. Aus diesem Wirrwarr an langen Trieben aus dem Vorjahr suchen wir eine aus, die schön kräftig und möglichst nah am Stamm sitzt. Daran sitzen Knospen, die wir bei der Rebe Augen nennen. Wir kürzen unsere Triebe auf 12 Augen. Außerdem wählen wir noch ein, zwei weitere Triebe aus, die wir auf 2 Augen herunterschneiden. Mit diesem Zapfen, der stehen bleibt, denken wir schon an den Rebschnitt im nächsten Jahr. Denn vielleicht können wir den Trieb, der daraus hervorkommt, beim nächsten Rebschnitt gebrauchen. Alle anderen Triebe schneiden wir ab, ziehen sie aus dem Drahtrahmen heraus und legen sie auf den Boden. Die werden später klein gehäckselt. Die Rebe will von Natur aus immer in die Höhe wachsen. Um ihr dies zu ermöglichen und trotzdem praktisch arbeiten zu können, geben wir ihr einen Drahtrahmen. Den müssen wir nach dem Schneiden kontrollieren und lockere Drähte neu spannen. Schließlich müssen sie das ganze Jahr das Gewicht aller Triebe und Trauben tragen. Am Ende der Reihe ist ein Anker im Boden versenkt. Der sichert die notwendige Stabilität. Der Trieb, den wir ausgesucht haben, ist jetzt unsere Fruchtrute. Das heißt, daran wachsen in diesem Jahr die Früchte. Den biegen wir um den zweiten Draht und binden ihn am unteren fest, vor dem letzten Auge. Das können wir einfach von Hand machen. Oder, um die Finger zu schonen, mit einem elektrischen Bindegerät. So sind alle Triebe, die aus den Augen wachsen, gleichmäßig verteilt, dadurch gut durchlüftet und werden gut mit Nährstoffen versorgt. Beides ist wichtig für die Gesundheit der Pflanze und ihr Wachstum. Bei manchen Rebsorten hilft es, im Regen zu arbeiten. Wenn das Rebholz durchweicht ist, lässt es sich leichter biegen. Trotzdem ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn wenn die Rute abbricht, hat sich die Ernte an diesem Rebstock schon erledigt. Haben wir ein warmes Frühjahr, treiben die Augen bald aus und wir müssen uns beeilen, mit dem Anbinden fertig zu werden. Die wachsenden Augen sind sehr empfindlich, sie brechen bei Berührung leicht ab. Wenn das passiert, kann daraus kein neuer Trieb und somit keine Trauben mehr wachsen.
Am unteren Draht seht ihr hier auch einen Schlauch hängen. In einem heißen Sommer ohne Regen wird daran ein Wassertank angeschlossen und aus kleinen Löchern tropfen stetig kleine Wassertropfen in den Boden. Dieser Weinberg hat das noch nötig, denn er ist noch jung und seine Wurzeln haben sich noch nicht tief in die Erde ausgebreitet. Aber auch hier aufpassen mit der Schere. Ein falscher Schnitt und wir müssen den Schlauch ersetzen.